This is a Mosaic production. Den schweren Marsch geschafft von, lass es mal 500 Meter sein, und am finalen Spot angekommen. Der Sonnenuntergang heute ist die reinste Hölle. Blauer Himmel, keine Wolken. Naja, deswegen bin ich aber nicht losgegangen, denn Ziel heute ist Vollmond. Und noch dazu ein Supermond. Das heißt, der Mond ist ziemlich nah an der Erde heran und wirkt somit etwas größer. Ja, und den versuche ich heute nach Sonnenuntergang einzufangen. Jetzt suche ich mir hier erstmal einen Spot. Fliegt gerade eine kleine Drohne rum. Ja, und dann mache ich schon mal alles ready soweit und warte dann einfach nur noch, dass der auftaucht. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass das irgendwie ein tolles Licht ergibt. Ich bin gespannt. Inzwischen ist die Sonne untergegangen und wenn ich jetzt auf meine Uhr gucke, ja, vielleicht noch so eine halbe Stunde ungefähr, dann soll der Mond aufgehen, und zwar direkt zwischen Burg und Wald. Ja, und wenn dem so ist, dann glaube ich, gibt es tolle Fotos. Das heißt, es nur mal ein bisschen abwarten. Hier sieht man auf jeden Fall die Burg, und hier irgendwo so in diesem Bereich müsste der Mond in den nächsten 10-15 Minuten aufgehen. Also naja, vielleicht auch 20 Minuten, ich weiß es nicht genau. Das wäre das Beste, wenn das so passieren wird. Wenn er weiter rechts aufgeht, dann... Das mit dem Mond hat sich erledigt. Es zieht sich jetzt irgendwie alles zu, und ja, die Burg, die wird zwar ein bisschen angeleuchtet, so, aber das war es auch schon. Aber einen richtigen Mondaufgang, den sehe ich jetzt nicht, und ich glaube, dass das auch nicht mehr geschehen wird. Dafür ist jetzt einfach eine zu große Wolkenwand davor, und ich werde das jetzt einfach abbrechen. Es ist nicht schlimm, ein bisschen schade, dass es nicht beim ersten Mal geklappt hat, aber darum geht es ja, ne? Das mehrmals zu probieren, nicht nur einmal. Ja, also ich packe jetzt hier Stativ und Kamerazeugs zusammen, und dann mache ich mich auf den Weg durch den dunklen Wald. Also. Hilflos und alleine irrte ich durch den dunklen Wald. Neben mir war immer wieder ein Knistern und Knarzen zu hören. Doch diese Unbehaglichkeit löste sich in Wohlgefallen auf, als ich den leuchtenden Mond erblickte. Konnte ich das Foto doch noch einfangen, das bereits in meinem Kopf war? Die Chance auf Erfolg und der Zeitdruck im Nacken erschufen einen roten Blitz, der mich per Anhalter zurück zum Spot brachte. Also ich bin dann doch nochmal zurückgekehrt. Der Mond kam jetzt raus, und es ist eine super geile
orangene Kugel. Zuerst hat er sich so ein bisschen hinter den Wolken versteckt. Jetzt ist er komplett klar, frei am Himmel. Sieht einfach nur wunderschön aus. Jetzt packe ich wirklich zusammen und laufe nochmal durch den dunklen Wald und hoffe, dass ich mich nicht zu Tode erschrecke. Weil Vollmond, Werwölfe und so, ihr wisst, ist nicht so ganz einfach. Ja, alleine im dunklen Wald. Ja, cool. Gut, dass ich zurückgekommen bin. Hat sich das gelohnt. Hat jetzt doch alles ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, aber die Erfahrung war es auf jeden Fall mal wert. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald.